verhaften müsste, das sind nämlich die Steuersünder, eure Politiker weltweit, wo mit ihrer Politik den totalen Kollaps immer noch weiter beschleunigen und verleugnen, sitzen bei uns in Davos. Die Merkel schreit da von Einsparungen, Einsparungen, aber ließ sich bei uns in der Schweiz privat in einem Privathelikopter rumfliegen. So viel mal. Ja, scheiß auf das WEF und jetzt ihr, der schwarze Block, wo da rauf geht und wir wollen alles kaputt schlagen, das ist auch scheiße. Das bringt einfach nichts. Nee, die Gewalt erzeugt Gegengewalt und das kann ja nicht sein. Nee. Also eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, ist der Zug sowieso schon abgefahren, ja. Weil das Ruder kann nicht mehr rumgerissen werden, es ist nur noch eine Abwärtsspirale. Deswegen versucht einfach euren Schnitt zu machen und gut ist, weil besser wird es sowieso nicht mehr. Also wir Schweizer hätten jetzt noch eine Chance gehabt, eine Schadensbegrenzung zu machen, so wie zu damals im Zweiten Weltkrieg, wo alles ziemlich im Arsch war rundherum, ging es der Schweiz verhältnismäßig gut. Jetzt müsste das auch so eingefädelt werden, so eure Kohle hier in der Schweiz und so, das ist tipptopp, und ganz geht es uns besser, aber wir machen jetzt mit und es geht bergab. So, wir haben jetzt noch das Geld. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern und zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Dies bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren, die wohlhabende Elite letztlich die Konzerne kontrollieren. Als ich dem Geld folgte, habe ich gelernt, dass fast alles, was ich einmal über Geld geglaubt habe, einfach nicht wahr ist. Es ist interessant, wie wenige Fragen wir uns über sehr alltägliche Dinge stellen, wie zum Beispiel, wenn wir zur Bank gehen und um ein Darlehen von $50,000, 50.000 Pfund bitten. Was geschieht da eigentlich? Die meisten Leute leben ihr Leben basierend auf einem vagen Bild davon, was eigentlich geschieht. Was tatsächlich passiert, ist Folgendes. Sie fragen nach 50.000 Pfund, die Bank schreibt ihrem Konto 50.000 Pfund gut. Das ist alles, was getan wird. Es werden keine neuen Münzen geprägt, kein neues Geld wird gedruckt, kein Edelmetall wird bewegt. In ihrem Konto werden nur 50.000 Pfund über einen Computerbildschirm eingegeben. Von diesem Moment an starten Sie die Zahlung von Zinsen auf Geld, das noch nie, das nicht und das niemals existieren wird. Es stellte sich heraus, dass die Banken tatsächlich etwa 9-mal so viel Geld ausgeliehen haben, als sie als Reserve in ihren Tresoren haben. Dies ist möglich durch die als Fractional Reserve bezeichnete Kreditvergabe. Es funktioniert, da es der Federal Reserve oder der Zentralbank in jedem Land gesetzlich erlaubt ist, die notwendige Reserve in einer Bank zu bestimmen. Offenbar begann dies mit den Goldschmieden im 17. Jahrhundert, als die Leute mit Gold handelten. Gold war schwer zu tragen, weshalb Leute das eigentliche Metall in Gewölben lagerten und stattdessen Belege austauschten. Diese Belege waren das erste Papiergeld. Da nur wenige Menschen ihr Gold zum selben Zeitpunkt entnahmen, fingen die Gewölbebesitzer, eigentlich die neue Bank, an, Belege für mehr Metall auszustellen, als sie wirklich besaßen. Sie liehen solche Belege aus und berechneten Zinsen auf das Geld, Gold, das sie nicht wirklich hatten. So ist das sogenannte Fractional Reserve System geboren worden. In diesem System machen die Bankiers Geld aus dem Nichts, während der Rest von uns hart arbeiten muss, um es zu verdienen. Dies hat eine moderne Form der Leibeigenschaft geschaffen, wo heute die Masse der Gesellschaft arbeiten muss, um ihre Schulden an die Bank zu tilgen. Zentralbanken sind Bankenkartelle, die in Partnerschaft mit den jeweiligen Regierungen der Länder, in denen sie tätig sind, handeln. Und ihnen wurde eine monopolistische Macht über die Schöpfung der nationalen Geldmenge gegeben. Man könnte sagen, dass die Politiker ihnen diese als Geschenk für die Partnerschaft gegeben haben. Und was machen die Banken im Gegenzug für die Politiker? Sie versprechen, Geld aus dem Nichts zu machen, da sie ja diese gesetzliche Macht von der Regierung erhalten haben, dies zu tun, zu jeder Zeit, wenn die Regierung es benötigt.
Und seit 2008 haben wir die größte Falschgelddruckerei der aufgezeichneten Geschichte gesehen. Diese finanziellen Tricks verheimlichen die Kosten und wer daran schuld ist. Und lassen uns als Schuldensklaven arbeiten, um die Rechnung abzuzahlen. Ich fand es sehr aufschlussreich, dass im selben Jahr, in dem die Federal Reserve geschaffen wurde, im Jahre 1913 auch das Finanzamt etabliert wurde. Und Einkommensteuer wurde eingeführt, sodass Sie und ich die Schulden der Politiker an die Banker zahlen können, plus Zinsen. Dem Land wurde die Idee verkauft, dass die Fed eine Institution ist, welche der Wirtschaft hilft, sich zu stabilisieren und unabhängig von der Politik ist. Aber in der Tat, in fast einem Jahrhundert ihres Bestehens hat die Federal Reserve genau das Gegenteil getan. Seitdem sie die Führung übernahm, sind wir durch Inflation beraubt worden und die Kaufkraft des Dollars ist um mehr als 97% zurückgegangen. Und das Wohlstandsgefälle macht es deutlich, dass das meiste Geld auf sehr wenige verteilt ist. Nur 16 Jahre nachdem die Federal Reserve an der Macht war, erlebte Amerika die Great Depression. Meine Recherchen ergaben, dass vor dem großen Crash im Jahre 1929 die Elitebankiers ihr Geld aus dem Aktienmarkt herausgezogen haben. Nach dem Crash benutzten sie das Geld, um billige Aktien und kleinere, versagende Banken für Pfennige pro Dollar zu kaufen. Unter den Bankiers, die ihren Reichtum auf diese Weise konsolidiert haben, waren die Rothschilds, Rockefellers und Morgans. Ein ähnliches Szenario spielte sich im finanziellen Zusammenbruch im Jahre 2008 ab, in dem die gleichen Bankiers profitierten. In den Jahren bis zum Zusammenbruch bündelten und handelten die größten Banken, darunter Bank of America, Citigroup und Chase, kontrolliert durch die Rothschilds, Rockefellers und Morgans, schlechte Kredite, wo sie wussten, dass sie am Ende scheitern würden. Viele der gegründeten Banken sind immer noch die stärkste Lobby auf dem Capitol Hill und um ehrlich zu sein, ihnen gehört der Platz. Stage one is like throwing a fishing line out. Stufe 1 ist wie das Auswerfen einer Angelschnur. Stufe 1, Sie setzen eine Menge Geld, Einheiten des Austauschs, in Umlauf. Sie tun dies, indem Sie Zinssätze nach unten drücken, indem Sie viele Darlehen geben. Dies ist der Teil des Zyklus, den wir einen Boom nennen. Weil es viele Einheiten des Austauschs im Umlauf gibt, gibt es viel Geld, das den Besitzer wechselt. Dieses generiert viele wirtschaftliche Aktivitäten. Es bringt Arbeitsplätze und mehr Geld wird ausgegeben. Es gibt mehr Nachfrage, sodass Unternehmen mehr Kredite für neues Geld aufnehmen, um ihre Produktion zu erhöhen. Leute werden zuversichtlich in ihrem Alltag. Hey, weißt du, ich arbeite für dieses Unternehmen und wir bekamen viele Aufträge. Es ist wirklich toll, mein Job ist sicher. Ich sage dir was, wir werden ein größeres Haus kaufen. Dann beginnen sie mit der Änderung. Was sie tun ist, dass sie an der Angelschnur ziehen. Sie drücken die Zinsen nach oben. Nun nehmen weniger Menschen einen Kredit auf und sie machen die Kriterien für einen Kredit von der Bank strenger. Und jetzt, da die Zinsen gestiegen sind, wird ein großer Teil des Volkseinkommens dafür verwendet, die Extrazinsen zu bezahlen und nicht dafür, Dinge zu kaufen. Plötzlich ist nicht mehr so viel Geld im Umlauf und daher werden weniger Dinge gekauft. Unternehmen verlieren in Bezug auf ihre Gewinne. Sie fangen an, Stellen abzubauen und sie fangen an zu schließen. Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Sie können ihre Hypothek von dem großen Haus nicht mehr bezahlen, welche sie in guten Zeiten aufgenommen haben. Nun fangen die Banken an, die Angelschnur wieder einzurollen, weil, wenn sie in Konkurs gehen, Unternehmen oder Privatpersonen, die Banken nun den wirklichen Reichtum bekommen. Das Eigentum, das Land, die Mittel, die sie hatten, um die Kreditvergabe zu unterzeichnen, welches am Ende nur Zahlen am Bildschirm waren. Nun wurde dieser Konjunkturzyklus der Angelschnur raus, Angelschnur zurück, viele Einheiten im Umlauf, zurückziehende Einheiten seit Jahrhunderten praktiziert. Dies hat gestohlen und den wahren Reichtum der Welt in die Hände von wenigen kumuliert. Eines Nachts wachte ich um 3 Uhr morgens mit der brennenden Frage auf, wenn diese kleine Gruppe die ganze Welt beherrschen will, was würde sie kontrollieren müssen, um dies zu erreichen? Ich sprang aus dem Bett und fing an, eine Liste zu machen. In erster Linie müssten sie Geld kontrollieren. Und sie tun das. Die Kontrolle des Geldes ermöglicht ihnen, alles andere zu steuern. Sie müssten Energie kontrollieren. Und sie tun das.
Sie kontrollieren bereits große Landwirtschaften und den Welthandel. Sie kaufen auch die weltweite Wasserversorgung auf. Sie haben die Gesundheit in ihrer Tasche und sie versuchen, natürliche Alternativen zu unterdrücken. Sie müssen kontrollieren, welche Informationen wir erhalten und wie wir darauf reagieren sollen. In Amerika ist das Internet unser größtes Werkzeug für Kommunikation und Basisorganisationen, im Moment nicht kontrolliert oder zensiert. Aber der offene Status wird von allen Seiten angegriffen. Regierungen, Unternehmen und die Vereinten Nationen versuchen alle die Kontrolle zu übernehmen. Für eine vollständige Herrschaft muss der Dissident kontrolliert werden. Sie müssten unsere Rechte wegnehmen, normale Bürger ausspionieren und jeden Aspekt unseres Lebens verfolgen. Nachdem Sie alle materiellen Dinge, die Sie sich im Leben vielleicht wünschen könnten, haben, was ist noch übrig, das Sie begeistert? Und für viele Menschen ist die Antwort Macht, Weltmacht. Sie wurden zu einer intellektuellen Elite, die zu denken begann, dass sie einen Plan hatte, der besser war als jeder andere Plan. Sie hatten die Idee, dass Freiheit gefährlich sei. Wenn man Leuten Freiheiten gibt, wissen Sie was? Sie werden sie wahrscheinlich nicht so weise nützen, wie wir denken, sie sollten. Wir sind schlauer, als sie sind, und zu ihrem eigenen Besten sollten wir sie beherrschen. We should rule them. Als ich die Idee einer herrschenden Elite, die die totale Weltherrschaft plante, anfing zu akzeptieren, fing ich an zu hören, wie diese Leute kühner und in der Öffentlichkeit darüber sprachen, nur dass sie es die New World Order nennen. Wenn wir erfolgreich sind, und wir werden es sein, haben wir eine echte Chance in dieser neuen Weltordnung. Es ist eine neue Weltordnung mit deutlich anderen und radikalen neuen Herausforderungen. Eine neue Weltordnung kann geschaffen werden. Es ist eine große Chance. So, jetzt geht's in die nächste Runde. So, jetzt wird es ein bisschen konkreter und wir beginnen mal jetzt Verschwörung. Wir sind ja anscheinend wie auch Verschwörungstheoretiker, finde ich ein lustiges Wort. Weil es ist schon lange keine Theorie mehr, es ist, seit 100 Jahren ist es ist so. Und wir sind Querdenker, finde ich wichtig, viele, wir sind Geradedenker. So, wir sind also Verschwörungstheoretiker. Naja, was gibt es dazu zu sagen? Ja, Verschwörungen, das ist ja immer interessant, oder? Das letzte Beispiel, das mir in den Sinn kommt, das war damals 9-11, oder? Damals war ja auch in den Zeitungen überall von wegen so, jetzt Terrorismus, hä? Der Heiko hat hier noch eine lustige Zeitung, die das ist die hat. Originalzeitung vom Blick, also das ist eure Bild, liebe Deutschen, vom 12. Dezember, also 12. September 2001. Und da war ja schon klar, Krieg, das trifft uns alle gegen Amerika. Alle waren ja schockiert. Ja, und so. Die Propaganda wurde eingesetzt. Schlussendlich konnte eigentlich Amerika, das war auch immer das Ziel, das Öl holen. Ja, ich meine zum Beispiel, das hat ja auch schon Hitler gemacht, der hat damals auch den Reichstag selber anzünden lassen. Die Reichskristallnacht. Um dann eben quasi ein Feindbild zu erschaffen, gegen das man in den Krieg ziehen kann. Ja. Ja. Wir fangen jetzt an mit einem Dokumentarfilm, der nennt sich Gasland. Ich würde sagen...